Hey. Hey. Kann ich das haben? Nein, ist mein. Darf ich mitfahren? Wohin? In einen Waffenladen. Wäre cool. Rechter Muskel. Musst du aufmachen? Ist schon. Rechter Muskel. Nee. Nicht da hinten. Etwas da vorne. Also ich glaube, dein Quad ist kaputt, Mann. Tja, dann gehe ich halt zu Fuß, Junge. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Hey, geht's vielleicht jetzt? Nicht? Nee. Ich habe eingepackt und ausgepackt. Kannst du bitte absteigen? Ich verstehe dich nicht. Kannst du ein bisschen lauter reden? Warte mal. Wie heißt du? Ah ja, du bist sehr leise. Mach dich mal ein bisschen lauter. Wie heißt du? Marvin. Marvin. Nachname? Warum? Sag mal Nachnamen. Nee. Aber ich habe dich hier noch nie gesehen. Kannst du jetzt mal runter von meinem Quad bitte? Kannst du mir meinen Quad bitte wiedergeben? Kannst du mal bitte absteigen jetzt? Ja, okay. Ja. Mein Quad, du Arschloch. Und hier wird dich keiner finden. Deswegen warte ich hier jetzt. Krass. Ich wurde einfach von einem 12-Jährigen erschossen. Das ist ja geisteskrank. Soll ich dir ein Medic holen? Ein paar Sekunden später. Ey. Ey. Nein, 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 nein. Wie sind sie hergekommen? Haben sie ein Dispatch bekommen? Casino. Sie wollten zu Casino? Aber weggehen, wenn sie ihn hoch und sind sie tot. Wenn sie ihn hoch und sind sie tot. Weggehen. Okay. Ich gehe ja schon weg, aber ich möchte gerne mein Auto mitnehmen. Wie heißen sie denn? Ich heiße... Ja. Ich bin Herbert Winkler. Zieh dich auf mein Quad drauf, Bruder. Vielen Dank, meine Rettung. Wie heißt du denn? Ich brauche mal deinen Namen. Rocco Meier. Gott sei Dank, vielen Dank für Ihre Hilfe. Kann ich mal hin? Warum? Ja, du musst jetzt in die Narkose. Der Kollege operiert dich jetzt. Ich glaube, mir geht's aber auch schon viel besser. Ich glaube nicht. Ah, Narkose, ja. Später. Aha, eine Glock. Officer, dieser Pilot hat gerade eine Bruchlandung hingelegt. Wollen Sie da nicht gucken gehen? Nein, Sie haben eine Waffe auf uns gezeigt. Nee, ich habe keine Waffe. Alles gut. Sicher? Aber Sie durchsuchen? Nee. Sie gehen jetzt in Ihre Richtung, ich gehe in meine Richtung. Ja, okay. Julian? Nein. Was? Jetzt werden. Ciao, ja. Ben Weber, ja. Ben Weber. Was willst du denn von dem Ben Weber? Ja, ich habe noch eine Rechnung offen mit dem. Da kann... Weiß ich nicht. Sie sind wieder da, ich sag's euch! Die Haken! Versuchen Sie gerade, mein Auto zu klauen? Nein, sowas auch? Würde ich niemals tun. Ja. Fahr mal zur Pizzeria mit mir, komm. Ja, hier ist die Pizzeria. Wo ist Ben Weber? Ich glaube, ich muss weg. Ben? Was? Was war das? Gar nichts. Was war das vorhin? Also. Komm mal mit, Ben. Ich muss dir was zeigen. Komm mit. Also, entschuldige dich. Für was? Na, für das, was du im Tunnel gemacht hast. Nee. Sag Entschuldigung. Nee. Boah! Hier wird dich keiner finden. Ah, moin. Wer hat den umgeschossen? Ich warte die ganze Zeit auf den Medic. Wer hat den umgeschossen? Hey, hier waren eben so Typen, die haben... Wer hat den umgeschossen? Ja, hier waren so... Sag ich doch. Hallo. Hier waren so Typen, die haben Geiseln genommen. Die haben zwei Typen als Geisel genommen, mich haben sie leben lassen und den armen Schlucker umgeschossen. Kann ich mitkommen? Haltet, Cisco. Oh, der landet wohl im Knast, oder? Der landet wohl im Knast. Ja, ich muss sie selber durchsuchen. Ach so, ja. Ich dachte schon, sie landen im Knast dafür, wenn sie mich durchsuchen wollen unbedingt. Aber festnehmen. Aber tot, einfach umknallt, Jungs. Ah, cool. Dass Tote noch reden, ja. Geil. Ich wusste gar nicht, dass Tote noch reden. Krass. Oh, oh. Später. Rein. Oh moin, was geht denn hier ab? Komm sie schnell rein. Was ist da los? Ich wurde gerade angeschossen. Echt jetzt? Boah, sie sind aber auch sehr ohrenbetäubend laut am Schreien, Herr Officer. Echt? Ja? Ja, also die Anzeige, da musste ich meine Kollegen fragen. Anzeige. Ist mein Flugzeug? Ja, ich würde es nehmen. Hier, nimm den Schlüssel. Hier, ich gebe dir Fallschirm. Komm her. Ey, wie hebe ich ab? Wie hebe ich ab mit dem Flugzeug? Na! Aussteigen, was knallt, Kollege. Der hat mir das doch gegeben. Fragen Sie den. Aussteigen, was knallt. Der hat mir doch gerade das Flugzeug... Aussteigen, was knallt. Kommen Sie mit. Der hat mir das gegeben. Kommen Sie mit. Stehen bleiben, was knallt. Hallo. Drehen Sie sich um. Der hat mir das Flugzeug gegeben. Ja. Stehen bleiben, was knallt. Der ist doch hier. Fragen Sie den doch. Der steht doch hier. Der steht vorm PD. Genau hier hat er mir das Flugzeug doch gegeben. Der hat gefragt, willst du fliegen? Ich so, ja. Was haben Sie für Probleme? Stehen bleiben, was knallt. Ja. Nein! Finden Sie das jetzt irgendwie lustig oder lassen Sie mich doch einfach in Ruhe? Wie wär's mal mit stehen bleiben? Stehen bleiben oder es knallt? Ich bin doch schon vorm PD. Nein, nicht schießen, ey! Hallo, ey! Ja, Mann, voll lustig! Er schießt! Digga, so ein Gewehr ist fucking unfair, Mann! Ich finde das jetzt nicht so lustig, was ihr hier macht. Ich durchsuche sie jetzt, ja? Ey, liegen bleiben!
soll das? Bleib liegen. Okay, ich nehme an, du liegst. Aha, Gewehr. Kann ich nicht abnehmen, oder was? Mario! Hallo! Das ist nicht das, wonach es aussieht. Nicht töten! Nein, ey, alles cool, komm wieder zurück! Mario! Mario, ja? Du musst mir helfen, komm her! Okay! Wir müssen jetzt hier, der lag hier schon, deswegen, wir müssen ihm irgendwie helfen. Ja, ja, Medic, wir helfen ihm. Ah, cool. Helfen Sie dem Mann hoch, schnell! Der ist auch okay. Warten Sie, können Sie den nicht hier an Ort und Stelle wiederbeleben? Du willst schon mal, dann kann ich das mit Mund zu atmen. Machen Sie mal mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Der Rest an Schaulustigen, Sie können gehen. Verlassen Sie die Örtlichkeiten. Ah, cool, er lebt wieder. Hey, moin, wie heißt du? Wie heißt du? Ich bin Lasse Brandt. Lasse Brandt, alles klar, Lasse Brandt. Gib mir deine Waffe jetzt, sofort. Ja. Munition, alles an Munition. Junge, du läufst mit 500 Schuss rum. Geht's dir noch gut? Mediziner, fahren Sie mit mir hier weg. Na los. Wir müssen hier weg. Aber was ist hier los? Ich steig mal hier aus, ja, danke. Hier ist ein Raub. Raub? Ja. Ach du Scheiße, Mann. Sie müssen zurückgehen, bitte, ja? Ich bleib auf der anderen Straßenseite, natürlich. Ja, das ist gut. Ich dachte mir nur, vielleicht kann ich helfen bei den Verhandlungen. Nee, nee, alles gut. Das machen professionelle Verhandler, alles gut. Professionell, okay. Ich schau mir die Professionalität mal an. Komm mal nach vorne, einer will hier reden davon. Ich will auch mit denen sprechen. Guten Tag, ich bin hier, um die Verhandlungen zu führen. Bleiben Sie bitte hinten. Wir verhandeln nicht mit Terroristen, wir werden das Feuer gleich eröffnen. Bleiben Sie hinten. Hallo, Felix. War nur Spaß. Ich geh schon, alles cool. Kommen Sie mit, ich bring Sie einmal raus. Ja, ich weiß schon, wo es hingeht, alles cool. Ich bring ihn raus. Ciao, ciao. Ciao. Sind Sie der Echte? Ja, Mann, komm mit, ich geb dir was, komm mit. Du gibst mir was. Ja, ich hab halt, wenn du verstehst. Warte so kurz. Jo. Sind Sie der Echte? Ey, er ist selber schuld, ne? Er ist selber schuld. Warte mal, ist das hier ein Wohnkomplex? Privatgrundstück. Betreten verboten. Ah. Hoch. Geil. Da unten ist die Action. Ich werde jetzt ein Feuergefecht auslösen. Das ist alles Teil des Plans. Ich habe irgendeinen Bug. Ich sehe hier, wie diese ganzen Waffen rumfliegen. Und ich glaube, das sind alles die Polizisten, die jetzt Waffen rausgeholt haben. Bitte nicht. Oh. Danke. Ich habe ihn erwischt. Oh! okay, okay, wir müssen weg. Das geht nicht mehr. Ich muss hier weg. Ey, das darf ich nicht machen. Das darf ich nicht tun. Ich darf das nicht machen. Ich habe dem Owner gesagt, ich mache keine RDM. Ich habe ihm versprochen, ich mache keinen Gambo. Ach du meine Güte, was ist denn hier passiert? Was ist hier passiert? Verlassen Sie die Sperrzone hier. Sind Sie die Übeltäter oder sind Sie die Geisel? Geisel. Wo sind die Übeltäter? Wo sind sie? Mann. Um Gottes Willen. Was ist hier passiert? Wer hat die Menschen umgebracht? Mario. Wer hat denn Mario umgebracht? Mario. Hallo? Bitte aus der Sperrzone. Ich will nur helfen. Das ist genau so eine Frisur wie unser Schießgegner. Sie schießen doch hier auf die Übeltäter, oder nicht? Können Sie mal kurz einen Lagebericht bitte geben? Was soll ich geben? Lagebericht. Welche Dächer, welche Waffen und wo? Also M16 und SSG-Schüsse von dem Dach. Ah, nein, 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 ich hab Angst. Oh, wir haben gehört, dass sie auf uns schießen. Wer schießt denn hier? Wer schießt denn da? Auf diesem Hoteldach, auf diesem Hoteldach. Welchem Hoteldach? Da gegenüber, auf diesem riesen Dach, da ist einer, der schießt. Auf Bens Haus. Warum auf Bens Haus? Nein, geht jetzt mal bitte raus, hier ist immer noch ein Möppel mit Geiseln. Das ist wichtig. Das ist mir egal, raus aus der Sperrzone. Gut, dann werdet ihr halt 100% sterben, ist mir egal. Gut, dann sterbe ich halt, ist mir egal, tschüss. Wo soll jemand sein? Auf dem Dach, auf diesem Haus, dieses riesige, der ballert da runter. Der hat hier irgendwie 5 Leute umgeschossen. Ja, wer denn? Ja, auf dem Dach, keine Ahnung, da ist jemand, was der schießt hier runter. In der Sperrzone? Ja, ich will nicht erschossen werden. Nö, ich will nicht erschossen werden, ich gehe nicht raus. Sie gehen hier nicht raus? Ja, ich will nicht erschossen werden. Lass den doch hier drin, der wird gleich rausgeschossen. Der PDler will, dass ich erschossen werde, ne? Ich hab Angst, ich hab Angst. Oh, da oben. Oh. Rauch. Kleines Problem. Wir verhandeln jetzt einfach hier weiter. Wir haben hier ein kleines Problem. Der hat euch umgeschossen. Was? Können die Pedila vielleicht mal runterkommen? Der Typ im Rot hat laut Ballers Aussagen. Bruder, der Typ ist da oben gestanden auf dem Haus. Ich wurde selber umgeschossen, hä? Der Typ. Ja. Jungs! Alter, was passiert? Verdammte Scheiße. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe ein Problem. Ich habe ein ganz, ganz großes, riesengroßes Problem. Aber ich glaube, ich bin sicher, hä? Mich verfolgt doch gar keiner mehr. Pass auf, ich packe die Waffen in eine Ender-Chest, okay? Fuck, die ganze Munition, die werde ich nicht los. Egal. Die Munition werfe ich jetzt einfach hier weg. Komm, scheiß drauf. Denn ich bin unschuldig, ja? Ich habe nichts getan. Hier ist eine Schwertzone. Ich schon wieder, der Typ. Hallo, Hände hoch, stehen bleiben.
Ich bin eine Geisel. Ich bin eine Geisel. Ich mach mal Shader aus. Hilfe! Befreien Sie uns! Warum wurde ich getasert? Falschen getasert! Befreien Sie uns doch! Ich bin eine Geisel! Ich bin eine Geisel! Warum scheißen Sie gerade so rein? Warum? Hallo, warum? Was war das denn? Was ist hier der Grund, warum ich festgenommen werde? Hallo? Genau. Was war denn da hier? Die Geschichte, habe ich nie alles gehört. Ja, ich war eine Geisel. Warum nehmt ihr mich hier raus? Hallo? Eine Ewigkeit später. Wie ist denn Ihr Name? Rocco. Ich habe gerade einiges über Sie gehört. Ich durchsuche Sie erstmal, damit ich hier mir sicher gehen kann. Ja, das durchsuchen Sie mich mal. Habe ich irgendwas Illegales dabei, Officer? Nein, aber wir haben laut mehreren Ballers, Civis, allem drum und dran gesagt bekommen, dass Sie mit einer Langwaffe das Feuer auf uns eröffnet haben. Sorry, ich höre gerade ein tolles Sommerlied. Wo war das Problem jetzt? Also, habe ich laut eine Waffe? Mehreren Zeugen, ja, das ist ja schön, was die Zeugen sagen, aber habe ich eine Waffe dabei, oder? Okay, dennoch haben sie sich gewehrt bei der Festnahme. Wieso denn das? Ja, wenn der lässt sich denn gerne festnehmen, also. Ja, sie hätten sich ja kooperativ sein können, indem sie ja, sie wissen ja auch schließlich, dass sie ja nichts gemacht haben. Richtig, selbstverständlich. Gibt es jetzt irgendeinen festen Beweis, dass sie mich hier festhalten dürfen? Sie waren in einer Sperrzone und sie haben sich gewehrt bei der Festnahme. Doch, ja, weil ich als Geisel da reingezogen wurde, immer noch. Natürlich bin ich in einer Sperrzone als Geisel. Gut, dann werden wir sie dennoch einmal ins SG Jungs, lasst uns jetzt mal bitte abziehen. Nein, das ist gut. Lasst uns jetzt mal abziehen, ohne zu schießen. Ey, die wollen mich jetzt einfach eintüten. Ich habe nichts gemacht. Die wollen mich einfach in den Knast stecken. Ja, bitte. Sie haben keinen Grund dafür. Das ist Schwachsinn. Habe ich irgendwas Illegales dabei gehabt oder warum komme ich jetzt in den Knast? Basta, ich kann euch auch viel anhängen. Ja, was geht's? Hallo. Was hat er denn gemacht, hä? Hallo. Ich war doch Geisel. Ich hab ihn. Holy shit, mauf. Los. Koral, Junge, habt ihr mich befreit? Normal, da wirst du, warum machen die zur Welle bei dir? Ja, der Typ, der hat irgendwie, keine Ahnung, der wird gerne meinen Schatz lutschen, glaube ich, deswegen. Jo, was? Weißt du, der hat keinen Beweis und sagt trotzdem, ich komme ins SG, hä, wofür denn? Aber was haben die denn gemacht? Ja, ich war Geisel, guck mal, ich bin sogar nackt. Jo, man, ich fahr mal zu unserem Grundstück, okay? Ja, mach mal. Okay, warte, Schwab. Ey, yo, was geht, Mann? Ey, yo, Rohat, cool, dich auch hier zu sehen, Mann. Ey, danke, Mann, für die Hilfe. Habt ihr eine Ender-Chest hier irgendwo? Ja, komm mit, komm. Und was zu essen brauche ich auch. Ah, danke. Ah, hier ist eine. Ja, cool, ich sehe die. Alles gut. Yo, danke, Mann, ja, danke für die Hilfe jetzt. Ich kann jetzt gehen. So, Abfahrt jetzt, ja. Was haltet ihr von einem Überfall so? Wenn du den da hinten erschießt, der da gerade auf der Straße steht. Ey, anhalten. Anhalten. TNT? Ach, Mario! Ja, hallo! Ey, wir müssen Mario mitnehmen. Wir müssen ihn mitnehmen. Mario, Hände hoch! Mach Mario-Geräusche, na los! Mach Mario-Geräusche da hinten, na los! Ja, was soll ich denn machen? Sammel einfach ein paar Münzen ein, während wir hier fahren. Okay. Das ist Plan. Das ist ein Plan. Rein da, los. So, wir starten jetzt. 3, 2, los. Mario, Hände hoch. Okay, tut das ja. Oh, tut mir leid. Nach vorne mit dir, ans Gitter. Oh ja. Wehe, du kommst auf dumme Ideen, ja, Mario. Nee. Mario, guck mal hier, eine Münze. Interessant. Nicht zielen. Ey, Mario, hör auf rumzuampeln, komm jetzt. Jungs, macht ihr eure Arbeit überhaupt, oder? Ja, müssen wir warten. Wie lange dauert's vor? 4 Minuten. Was für 4 Minuten? Geht halt nicht mehr da. 4 Minuten, aber Pedila kommt früher an, alles gut. Meinst du, ja? Ich glaube, die kommen heute nicht mehr, nach den Aktionen, die wir gebracht haben. Die müssen kommen, das ist ihre Pflicht. Ich glaube, die haben Angst vor euch. Nein, warum sollten die denn, hä? Ihr seid verrückt, ihr habt ja nicht mal Helfen am Zaun. Ja, es wird gestürmt. Hier wird gar nichts gestürmt, am Arsch, Junge. Mario, geh ein bisschen nach hinten, komm, weg von den Leuten. Hallöchen, wie geht es Ihnen so? Wollen Sie mich veralbern? Was ist das für eine lächerliche Mütze? Ich mach meine Mütze. Ich verhandle nicht mit so jemandem. Guten Tag, die Verhandlungsführung ist hier. Auch. Sie haben Geisel, Sie machen ein Juwelier. Wir haben Hunger. Sie haben Hunger. Mhm. Wollen Sie dafür eine Geisel fordern? Wie eine Geisel fordern? Ja, dass Sie Essen bekommen. Wissen Sie nicht, wie das funktioniert? Glauben Sie, das geht in zwei verschiedene Richtungen hier, oder wie? Nee, so. Ja, wie, also. Können Sie auch normal reden, ohne zu stottern? Ja, komm, mach dich ab hier. Hol mir einen anderen. Hol mir einen Fegen. Also, nee. Ja, nee, nix. Hol mir einen Fegen, Bart. Ja, ich will jetzt erstmal gerne die Geisel sehen. Komm, mach 10 Schritte zurück. Ja. Die zeige ich gar nichts außer meinem.
So, tschüss jetzt. Alf, ich hole dich raus, keine Angst. Ich verhandle nicht mit ihnen. Sie finden das hier lustig. Sie machen sich über mich lustig. Bitte schön, sie brauchen Essen, Trinken. Wie viel Mengen? Wir wollen Münzen haben. Münzen? Wir wollen 99 Münzen. 99 Münzen? Welche Münzen? 1 Euro, 2, 3. Mario, Mario, komm mal her. Münzen haben. An wen soll es denn die Münzen geben? Was war das? Oh, was ist das? Oh, ah, die stürmen, schießen! Los, erschießen sie alle! Die wollen stürmen, die wollen stürmen! Ich komme nicht raus! Ich komme nicht raus! Mario, du bleibst hinten. Du bleibst hinten, Mario. Okay. Du bleibst bei uns. Ja, ja, wir wollen nicht schießen. Sie haben angefangen mit dem Rauch. Ja, ich will nur die Geisel haben. Asta, wenn du mich umschießt, schlage ich dir später eins aufs Maul. Nur alles friedlich regeln. Wir können gar nichts friedlich regeln. Sie haben angefangen. Ja, es war ein Flugzeug von oben. Einer down, einer down, einer down. Nicht schießen. Nicht schießen, nicht spiegeln, nicht spiegeln. Oh. Das waren die, das war nicht ich. Mario, ja. Hier, nimm die und du hilfst uns. Okay, Jungs, ich hol dich immer wieder hoch, okay? Ja, ja, okay. Der Herr, Rocco, ein Raketenwerfer. Was für Raketenwerfer? Raketenwerfer? Oh. Ihr Raketenwerfer, schieß. Ich will noch einen Raketenwerfer, das war ja super. Könnten Sie noch einen Granatenwerfer? Oh ja, super. Herr Meier, ja, bitte. Herr Meier, schießen das. Sie das hier auf, schießen das hier auf. Schießen Sie das Glas. Herr Meier, schießt. Oh, oh, Junge, oh. Tschüss. Hallo, ich steck fest. Ich stecke im... Ein paar Sekunden. Nein! Okay, ich gebe auf. Ich hab verloren. Junge, was eine unfassbare, schlimme... Der schlimmste Überfall. Wir haben alles kaputt gemacht. Junge, wir haben die ganze Stadt um diesen Juve herum gefickt. Wir haben den Überfall nicht geschafft, weil wir zu lange gebraucht haben. Alle Leute sind gestorben. Ich gebe auf.